Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Let's Play SmackDown vs. Raw 2011. Mein Name ist David und wir spielen zusammen den Road to WrestleMania Modus und zwar mit ihm hier, mit Christian. Alle anderen Kampagnen habe ich bereits abgeschlossen, versus Undertaker, John Cena, Rey Mysterio und Chris Jericho. Warum bei Y2J und dem Undertaker nicht steht, dass es beendet ist, kein Plan, aber ich habe es auf jeden Fall beendet. Ja, habt ihr ja mitbekommen. Die Videos sind ja schon alle oben. So, jetzt geht's als allerletztes zur Christian-Kampagne und ich würde sagen, wir labern jetzt auch nicht mehr viel, sondern legen los und starten rein in die Road to WrestleMania 26. Erneut zum fünften Mal geht's also jetzt dahin. Zum Main Event des Jahres. Wenn man das so sagen kann. Und zum fünften Mal sage ich jetzt auch die buchstäbliche Road to WrestleMania. Oh je, Entschuldigung. Fängt ja schon gut an. So, und zum allerersten Mal und ja zum einzigen Mal im Road to WrestleMania-Modus hier, in SmackDown vs. Raw 2011, sind wir nicht... Alter, was ist denn los mit mir? Sind wir nicht bei Raw oder SmackDown, sondern bei ECW. Jawohl, ECW. So, wir reden da vorne mit, wer ist das? Tyson Kidd, oder? Das dürfte doch Tyson Kidd sein. Ja, das ist er auch. Reden wir mal mit dem, das ist unser Ziel hier momentan da. You're a fellow Canadian, but that doesn't mean I won't use you as a stepping stone. Tonight, I'll show the world that I've arrived by beating you for the ECW Championship. You're determined, Kidd. I'll give you that. Look, determination and a dollar can buy you a cup of coffee. Though probably not in Canada. But I'll tell you what. Since you're Canadian and part of a great WWE lineage, you'll get 3 minutes of my time tonight. And let's see if you can make it that long. Alles klar. Also, ist ja ein Riesen-Matchcard hier bei ECW. Benjamin gegen, was steht da? Kotzel dann? Aha. Ah, Kozlov wahrscheinlich. Ah, kann man kaum lesen, so klein wie das ist. Benjamin in einem Handicap-Match gegen Kozlov und Regal. Interessant. Naja, ansonsten Goldust gegen Zack Ryder und wir gegen Tyson Kidd. Mann, haben die viele Matches. Normal Match, was ist das denn? Easy Dub Championship Match, Normal Match. Im Moment, geht es überhaupt in den ECW Championship? Stand da gar nicht. Aber Tyson Kidd hat gemeint, das wäre so. Naja, wir werden es gleich sehen. Das gibt's ja gar nicht, was ist mit mir los? Ihr seid Husten hier. So, Tyson Kidd ohne seinen Tag Team Partner und jetzt kommen wir. Jawohl. Auch wir ohne Edge angereist hier. Gut, dann schauen wir mal, wie das so klappt. Gut. Wir müssen Tyson Kidd jetzt innerhalb von 3 Minuten besiegen. Stand jetzt irgendwas von Extreme Rules? Naja. Gut, versuchen wir das mal. Versuchen wir das mal. Sollte ja rein theoretisch machbar sein. So der übelst starke Wrestler ist Tyson Kidd ja jetzt auch nicht. Also gucken wir mal, dass wir den jetzt in diesen nächsten 2,5 Minuten platt bekommen. Aber wie gesagt, sollte machbar sein. Komm her, kickst den DDT ab, oder? Macht dann DDT, jawohl. Ich hab's irgendwie geahnt. Spielt zwar zum ersten Mal gerade mit Christian hier in SmackDown Raw 2011, aber irgendwie habe ich mir gedacht, der macht jetzt bestimmt diesen DDT. Diesen extrem brutalen DDT, wenn man es mal genau nimmt. So, komm, steh auf, wir haben nicht so viel Zeit. Ich muss schon die nächste Aktion gegen dich bringen. Nochmal die DDT. Damit wir hier genau den Signature machen können. Also, steh mal auf. Und Scheißdreck. Da können wir den Signature gerne machen. Was hat denn Edge hier? Christian für einen. Ah, ich glaube, ich weiß. Ist das nicht der in der Ringecke? Hopp, dahin. Ja, da ist er. Wow, du Wichskind da. Scheiße. Ja, Tyson Kidd kontert erstmal. Wenn das hier so anfängt wie bei John Cena, wo jeder immer den Signature gekontert hat. Tja, ich kann auch ausweichen, Kollege. Damit hätte er nicht gerechnet, der Tyson Kidd. Dann kommen wir wieder rein. So, jetzt geht's aber in die andere Ecke. Vielleicht bringt die mehr Glück. Jawohl. Die hat mehr Glück gebracht.
Ah ja, genau. Genau, der war's. Der ist geil, das ist ein geiler Signature. So, jetzt der Finisher. Und dann hätten wir sogar rein theoretisch noch eine Minute. Aber ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Das dürfte eigentlich gereicht haben. Und Tyson Kidd hier nach Hause zu schicken mit einer Niederlage. Jawohl, wir haben gewonnen. Also unser erstes Match hier im Road to WrestleMania Modus. Auf einfache Art und Weise gewonnen. Another dominant performance by Christian. In less than 3 minutes, he showed why he's ECW champion. You can barely tie your shoes in that time. Christian overwhelmed Tyson Kidd. Who's left in the ECW locker room that can possibly stop him? Naja, irgendwer wird es bestimmt geben, den sie jetzt uns auf den Hals setzen, der auch irgendwie was drauf hat. Wir werden sehen. Also, nächste ECW-Folge, Ausgabe, Show, whatever. Mal gucken, wen wir diesmal bekommen als Gegner. Oh, interessant. It's a dream come true being the ECW champion. But I have to admit I'm getting I'm wondering if there's anyone in the locker room who will step up and give me a challenge. My hearing must be off, Sunshine. Did I just hear you say that you're lacking challenges? You must have been knocked in the head one too many times if you've forgotten about me. No, Regal. I haven't forgotten about you. Though my usual policy is to forget about anyone I've beaten more than a dozen times. Clever. Very clever. Care to back up those confident words? Tonight, I'll give you the thrashing you so desperately deserve. Hey, sounds like a main event to me. A very one-sided, everyone knows I'm gonna win main event, but a main event nonetheless. Okay, alles klar, in dieser Road to WrestleMania-Kampagne geht's wohl darum, dass wir einfach total overpowered sind. Und keiner im kompletten Roster uns was anhaben kann. Interessant. Naja, wie dem auch sei, dann schauen wir doch mal, wie William Regal sich heute schlägt. Achso, wir können wahrscheinlich direkt ins Match, oder? Ne, doch nicht. Wir müssen zuerst, alles klar, wir müssen zuerst bei den General Manager von ECW. Wer war denn das? Ich habe keinen Plan. Aber wir werden es ja jetzt sehen. Tommy Dreamer vielleicht? Nee, unwahrscheinlich. Das war ein bisschen vorher. So, GM Office. Obwohl, ach, was weiß ich. Ich habe zu der Zeit kein Wrestling geguckt und es ist... Wer ist das denn? Wer bist du denn? Hallo? Trish? Nee. I'm glad you're here, Christian. Look, I know you've beaten Regal on numerous occasions in the past. I also know they've always been competitive matchups. Well, aside from the fact that I'm pretty much always the victor, yeah. But to spice things up, I'm going to have your title defense tonight to be held under extreme rules. Okay. Hey, you're the boss. But that means Regal's in for a rough night. Look, I know full well Regal might have something up his sleeve. But I also know you can handle yourself. So, so. Alles klar. Naja, das ist ja mal richtig so. ECW braucht ein paar Extreme Rules Matches, also ist das doch keine Schande. Und scheinbar ist das schon wieder ein. Was macht eigentlich John Cena hier im Backstage-Bereich von ECW? Naja, egal. So, dann schauen wir doch mal. Okay, Sheamus ist scheinbar auch bei ECW. Ah, jetzt geht's aber wirklich um die ECW Championship. Bei Tyson Kidd stand's nicht da, jetzt steht's da. Ist ja jetzt jedes Match in diesem kompletten, in dieser kompletten Kampagne ein Championship-Match oder was? So, William Regal, und jetzt kommen wir, und jetzt wird William Regal platt gemacht. Und zwar nicht einfach so, sondern unter extremen Bedingungen bei Extreme Rules. Aber ich meine, ja, hallo, es ist ein Titelmatch um den ECW Championship, also da kann das ruhig doch schon mal Extreme Rules sein. Würde ich doch mal glatt behaupten. Naja, gut. Komm, dann nehmen wir uns doch direkt mal einen Klappstuhl, würde ich sagen. Damit fangen wir mal an. Kendo-Stick-Action a la Like a Sandman kommt dann noch, aber jetzt erstmal
Klappstuhl. William Regal scheint auch direkt was zu holen. Aha, der nimmt sich eine Krücke von einem Zuschauer. Auch nett, aber jetzt erstmal kriegt er hier den Stuhl auf die Fresse. Und jetzt kommt hier die Aktion. WTF, stürzt er mein Aufnahmeprogramm ab. Naja, egal. Trotzdem, Aktion mit dem Stuhl gegen William Regal. Und er sollte jetzt eigentlich, kann ich den noch benutzen? Nee. Der sollte jetzt kaputt sein, ist er auch. Aber die Krücke, hehe, die können wir noch benutzen. Die können wir noch benutzen. Komm, raus mit dir. Jawohl. So, jetzt jubeln wir noch einmal. Was ist denn überhaupt unser Jubel? Ah ja, okay. So, ja, nimm du nur eine Leiter. Wie denn mit einer Leiter, Alter? Ist kein Ladder-Match, auch kein TLC-Match. Kein Money-in-the-Bank-Match. Es ist ein Extreme-Rules-Match. Und jetzt kriegt er noch den Signature ab hier. Oh, wir fast volle Suppe in den Referee reingerannt. Das ist auch geil. Oh, du Wichser. So, Konter. Nicht gekontert. Hab gedacht, ich hätte gekontert. Ja, jetzt müssen wir aber relativ flott mal kontern, sonst... Ah ja. Nicht, dass wir nachher unser Finisher nochmal verloren hätten hier. Das wäre ein bisschen bescheuert gewesen. Kommen wir da raus aus den Seilen und jetzt Pin gegen William Regal. 1, 2, 3. Feierabend. Ja, die Leiter, dass ich nicht mehr holen brauchen. Der gute William Regal. Geht der da noch Leiter holen? Ich weiß es nicht. Unnötige Arbeit. So scheint es zu sein. Da bin ich mal gespannt. Jetzt kommt bestimmt irgendein krasses Comeback, gegen den wir uns da durchschlagen müssen. Zu ECW würde passen RVD, Tommy Dreamer, Sandman, Sabu, aber von denen wird wohl eher keiner kommen. Oder Mick Foley. Okay, der war jetzt nicht so lange bei ECW, aber als Hardcore-Legende. Terry Funk, Taz. So ein paar könnten da kommen, aber es ist alles sehr unwahrscheinlich. Also ich habe keinen Plan, wie der aussieht, der Road to WrestleMania-Modus. Das ist komplett blind, dieses Let's Play. Und vor allem war es das... Oh, wir haben eine Voicemail von Tiffany. Das ist wohl der GM, oder? Hello, oh, ja. Christian. I hope my ECW champion is doing well. Look, a lot of your peeps have been clamoring for the return of the Peep Show. I'd like to see it make a triumphant return on next week's show. For now, think about who you'd like as guests. I know you'll be at your charismatic best. Ja, nice. Dürfen wir uns unseren Gast selbst aussuchen. Das ist eine coole Sache. Also, nächstes Mal geht dann wohl die Peep Show wieder an den Start. Bei Chris Jericho war es ja auch schon so, dass man da die Show machen konnte. Von ihm die Talkshow. Naja, das war's erstmal wieder mit Let's Play SmackDown vs. Raw 2011, meine Damen und Herren. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Da es der erste Part war, wäre Feedback immer schön. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Christian und der Road to WrestleMania. Bis dann, bleibt dran und tschüss.